möchte als Journalist und als Historiker einfach mal die Dinge auf den Tisch legen, die immer unter den Tisch fallen, weil auch solche Dinge wie Gesichtsverlust eine Rolle spielen. Wenn man da raus will, dann muss man wenigstens, denke ich, auch eine gewisse Selbstkritik bereit sein zu üben, um auf dieser Basis dann Lösungen zu finden, wo die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden. Wir tun doch jetzt so, die Politik kommt mir so vor, dass die Interessen des Westens legitim sind und alles, was Russland als Interesse vorbringt, ist von vornherein schon illegitim. Frau Krone-Schmalz spricht aus, was viele nicht hören wollen. Putin hat in seiner ersten Amtszeit alles gegeben, um Russland dem Westen anzunähern. Und der Westen ignorierte ihn und überschüttete ihn mit Spott. Jetzt frage ich euch, wie lange wollen wir noch blind für die Fehler auf der westlichen Seite bleiben? Wann hören wir endlich auf, in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken und beginnen, die Interessen beider Seiten ernst zu nehmen? Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr auch der Meinung, dass gegenseitiger Respekt der einzige Weg aus dieser Spirale der Konflikte ist? Und eins, das möchte ich schon klarstellen, wir haben unsere Wahrheiten, das lässt sich auch belegen. Putin hat in seiner ersten Amtszeit am laufenden Band Signale Richtung Westen gesandt. 2002 die Vorstellungen Bundestag im Bund 2001 sogar war das noch, ja, da hat er stehende Ovationen für bekommen. Er hat, und das möchte ich auch mal betonen, er hat zu der Zeit in Russland dafür kämpfen müssen. Das war nicht eine unumstrittene Position, sich Richtung Westen zu orientieren. Ich habe nichts mit Herrn Putin zu tun, aber ich möchte als Journalist und als Historiker einfach mal die Dinge auf den Tisch legen, die immer unter den Tisch fallen. Er hat in seiner ersten Amtszeit wirklich schmerzhafte Aktivitäten angestoßen, um eine Zivilgesellschaft auf die Beine zu stellen. Das wurde im Westen entweder gar nicht zur Kenntnis genommen oder gleich mit Häme übergossen. Das sind Dinge, die in der ersten Amtszeit gelaufen sind. Von Putin. Da waren aber auch sehr autokratische Elemente. Ja, aber wie wollen Sie es denn anders machen? Ermordet etc. Ja, nur langsam. Jetzt sind wir bei Frau Politkowska. Ja, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Worum es mir geht, meine Güte, dass man, wenn man im eigenen Interesse handelt und das Interesse Deutschlands, Europas, der USA und sicher auch das Interesse Russlands ist, Frieden zu erhalten und das Leben der Menschen so angenehm wie möglich zu machen. Und dann finde ich es absolut kleinkariert, sich Dinge um die Ohren zu werfen, die man erstens jetzt nicht mehr ändern kann, sondern man sollte sich hinstellen und sagen, wie kommen wir aus dieser Geschichte raus? Und zwar nicht auf Konfrontation, das bringt nichts. Oder dass man, Sie haben das Stichwort Demokratie. Ich bin ein überzeugter Demokrat und versuche in meiner Arbeit alles zu tun, um das zu unterstützen. Aber es gibt Gegenden in dieser Welt, da ist Demokratie nicht die Priorität, sondern eine andere. Und wenn Menschen in dieser Gegend diese Priorität artikulieren, dann denke ich, haben wir auch die Pflicht, das überhaupt mal entgegenzunehmen und damit umzugehen und ihnen nicht etwas überstülpen zu wollen, was nicht funktioniert, aus ganz vielen Gründen. Ich bin sowieso der Meinung, wenn man versucht, demokratische Entwicklungen zu beschleunigen von außen, dann stärkt man nur die falschen Leute. Und gibt es Beispiele haufenweise in der Welt. Also ein bisschen. Aber nun hat ja der lupenreine Demokrat Wladimir Putin 2014 die Krim eingesackt. Ja? Ist das nicht einfach eine Provokation, die gegen jeglichen Versuch von Miteinander zueinander stößt? Nun, wenn man dieses Beispiel nimmt und das bisher Gesagte rückbindet auf die Geschichte des Kalten Krieges, kommt man ja zu einem interessanten Ausgangspunkt. Was hat diesen Kalten Krieg im Wesentlichen befeuert? Es waren nicht Fragen der Handelsbilanz, es waren nicht Fragen von Wirtschaftshilfe. Es war die wechselseitige Wahrnehmung von Sicherheit oder Unsicherheit. Und daraus haben Politiker, ich komme gleich nochmal zur Krim, darauf haben Politiker wie Willy Brandt, Olof Palme, Richard Nixon, Henry Kissinger, die Konsequenz gezogen, dass man in den beiderseitigen Beziehungen, blockübergreifend, Entspannungspolitik, Konfliktmoderation betreiben muss und die Sicherheitsinteressen der jeweils anderen so ernst zu nehmen, dass es nicht zu diesen besagten und immer wieder während des Kalten Krieges dokumentierten Kurzschlüssen kommt. Und genau diese Perspektive, das Primat einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, ich kann mich nicht oft genug wiederholen an diesem Punkt,
ist in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges unter die Räder gekommen. Führende westliche Politiker haben vorgeschlagen, entweder die NATO aufzulösen und die KSZE zu transformieren in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur oder Russland einzuladen, NATO-Mitglied zu werden. Das waren ernsthafte Überlegungen, die wesentlich relevanter gewesen sind als Wirtschaftsaustausch. Man hat, und das war mein Punkt, und das ist eine andere Ebene, das ist eine andere Perspektive, das ist eine historisch informierte Perspektive, die den Kalten Krieg zurückbindet zu den Auseinandersetzungen heute. Man hat dieses Window of Opportunity sich schließen lassen. Das war das Hauptproblem. Und dann resultiert daraus so etwas wie die Annexion der Krim. Aha, und der Westen ist an der Annexion der Krim mitschuldig? Nein, Moment. Ich finde, was Frau Krone-Schmalz hier anspricht, ist eine Perspektive, die vielen vielleicht unbehaglich ist, aber die trotzdem ausgesprochen werden muss. Sie verweist darauf, dass Putin in seinen ersten Jahren im Amt tatsächlich Schritte in Richtung Westen gemacht hat. Das war keineswegs eine unumstrittene Entscheidung innerhalb Russlands. Er hat den Versuch unternommen, eine Annäherung an den Westen zu gestalten und dafür in Russland selbst auch Kritik und Widerstand geerntet. Ich sage das nicht, um Putins spätere Aktionen zu rechtfertigen, sondern um zu verdeutlichen, dass die internationale Politik von weitaus mehr als nur einer Seite beeinflusst wird. Wir sollten uns dabei immer wieder vor Augen halten, wie viele Chancen zur Annäherung zwischen Ost und West haben wir in den letzten Jahrzehnten ungenutzt verstreichen lassen. Hätten wir ein anderes Kapitel der Geschichte schreiben können, wenn man den Sicherheitsbedenken und der Perspektive der anderen Seite mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte? Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass ein Dialog auf Augenhöhe heute noch möglich ist? Oder sind die Gräben inzwischen zu tief? Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Lassen Sie uns bitte nicht die Koordinaten des Kalten Krieges an die Beurteilung dieser komplexen Situation heranziehen. Nicht Schuld und auf der einen Seite und Unschuld auf der anderen, nicht schwarz und nicht weiß. So hat auch der Kalte Krieg nicht funktioniert. Es war ein wechselseitiges sich hochschaukeln. Also ich finde, wir sollten jetzt aus einer gewissen Naivität herauskommen. Die Krim und das, was da passiert ist, hat sicher nichts damit zu tun, dass es nur um das EU-Assoziierungsabkommen ging, wobei da auch eine Menge Militärisches drin stand, was die meisten geflissentlich übersehen haben. Sie haben gesagt, die Ukraine will in den Westen. Wenn Sie sich die Umfragen mal anschauen, auch gerade was NATO-Mitgliedschaft angeht, da haben Sie ja heute noch keine Mehrheit dafür. Aber das ist eine andere Geschichte, könnte man aber zum Thema Demokratie auch noch anführen. Und jetzt versuche ich noch mal die russische Perspektive. Wenn bei jedem NATO-Gipfel seit 2008 immer wiederholt wird, die Beitrittsperspektive für Georgien und für die Ukraine, was glauben Sie denn, was da in Moskau passiert, wenn man weiß, aha, die Ukraine jetzt das EU-Assoziierungsabkommen, wo vorher niemand mit Moskau geredet hat, das wäre auch intelligent gewesen. Ja, das sagen ganz viele, ne? Das wäre wirklich gut gewesen, hätten wir das alles, hätten wir die Probleme, die wir jetzt haben, die hätten wir nicht. Man hat die Flotte auf der Krim. Die Perspektive der Ukraine Richtung NATO. Was glauben Sie denn, was man dann in Moskau darüber denkt? Stellen Sie sich das doch mal praktisch vor. Also, man hätte darüber reden sollen. Man hätte Moskau von Anfang an damit einbeziehen müssen. Dann wäre es doch durchaus denkbar gewesen. Solche Beispiele gibt es ja weltweit. Warum macht man nicht einen speziellen Status für die Krim, damit die Flotte da bleiben kann, damit die Menschen sich unter internationaler Aufsicht dafür entscheiden können, wofür sie sich ohne entschieden haben. Das sind alles so, ja, gut, aber hätte man machen können, und das lag ja auf der Hand, es war ja überhaupt kein Zeitdruck da. Es war ja nicht gewollt. Und das sind Dinge, finde ich, über die muss man reden dürfen, ohne dass man sagt, das stimmt alles gar nicht und wir machen ja nicht lauter Fehler. Ich denke aber, dass man, wenn man aus so einer Situation raus möchte, politisch, die ja wirklich katastrophal ist im Moment, weil auch solche Dinge wie Gesichtsverlust eine Rolle spielen, wenn man da raus will, dann muss man wenigstens, denke ich, auch eine gewisse Selbstkritik bereit sein zu üben, um auf dieser Basis dann Lösungen zu finden, wo
die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden. Wir tun doch jetzt so, die Politik kommt mir so vor, dass die Interessen des Westens legitim sind und alles, was Russland als Interesse vorbringt, ist von vornherein schon illegitim. Warum kann man nicht sagen, die haben Interessen, wir haben Interessen, wir setzen uns zusammen und machen eine ganz normale Verhandlung. Jeder muss auf den anderen zugehen und auch bereit sein, was abzugeben und nicht, ihr wollt ja sowieso nur imperial die ganze Welt beherrschen und man nimmt sie nicht ernst. Das ist doch das, wo man im Moment drauf rumreitet und wo man überhaupt nicht weiterkommt. Das ist der Kern der Botschaft von Frau Krone-Schmalz. Und ich finde, sie bringt ja eine längst überfällige Perspektive ans Licht. Es geht darum, auch das Unbequeme zu hören und zu verstehen, dass in dieser politischen Landschaft nicht immer eine Seite nur richtig und die andere nur falsch liegt. Wenn wir wirklich Frieden und Stabilität wollen, dann sollten wir doch endlich bereit sein, selbstkritisch zu reflektieren und auch die Interessen des anderen anzuerkennen. Nur so finden wir den Weg aus dieser endlosen Spirale von Missverständnissen und Konflikten. Was meint ihr? Schreibt's mir in die Kommentare, ob ihr auch glaubt, dass nur durch gegenseitigen Respekt ein echter Wandel möglich ist. Wenn auch euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden und Familien. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Patrick, ciao, ciao.